Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horsehaven World Adventure. Wir machen gerade da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich nehme das nämlich gerade alles an einem Stück auf. Sammeln hier das erste Mal meine Nachricht. Ach, guck mal. Willkommen. Ich bin so froh, dass du dich um die Ranch kümmerst. Nun kann ich mich entspannen und die Reise genießen. Bis bald. Tante Carol. Warum ein Brief? Dann holen wir noch das Mais ab. Ich würde sagen, wir pflanzen direkt neu an. Ups. Was ist hier? Flieger empfohlen zum ausgewachsenen Pferd. Haben wir Besitzer drei ausgewachsene Pferde? Haben wir Besitzer ein Feld? Haben wir 5000 Münzen? Haben wir. Okay, da haben wir jetzt wohl ganz viele Diamanten bekommen. Und unser Fohlen ist fertig. Wir haben jetzt noch einen American Indian. Diese kleine Cuteness hier. Guck mal, ja, wir haben noch einen. Ist auch wieder eine Stute. Das ist Rose. Okay. Lassen wir mal so. Möchte gebürstet werden. Uiuiui. Dann bürsten wir die kleine Maus doch mal. Das war, glaube ich, zu spät. Stufe 3 ist sie. Jetzt füttern wir sie noch. Om nom 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 nom. Gönn dir eine große Portion Gras. Und jetzt wird's groß. Unser Indianerpferd. zurück. Ah, sind wir auch Stufe 5? Ui. Wir haben 5 Diamanten, 6 Mais, 5 Gras bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Da haben wir noch einen Stall, noch ein Feld. Und das auf Stufe 2, keine Ahnung. Diese Ranch war schon lange nicht mehr so lebendig. Die Ställe sind fast voll. Sorry für meinen Hund. Aber wohin mit den neuen Pferderassen? Hi Amy, lang nicht gesehen. Schön, dass die Ranch zu neuem Leben erwacht ist. Aber warum siehst du so besorgt aus? Conny, du kommst gerade recht. Wir haben keinen Platz mehr für neue Fohlen. Was sollen wir tun? Ich weiß alles über den Bau von Ranches. Ich habe die erste Ranch deiner Tante Carol gebaut. Ich habe eine Idee. Komm mit. Aha. Nun, vorerst sind 2 freie Plätze für Pferde vorhanden. Aber mit ein bisschen Mühe wird daraus ein Palast für ganz viele Pferde. Okay, ist das quasi eine Lagerstätte für Pferde. Ein Diamanten. Okay. Nützt nichts. Danke, Conny, das ist so nett von dir. So bin ich halt. Ich halte meine Versprechen. Und jetzt gehen wir rein und sehen uns um. Komm, wir gehen. Man kann reingehen. Oh, süß irgendwie. Oh. Aha. Mag die Musik. Wir können erwachsene Pferde in die Pferdeoase bringen, damit wir in den Ställen wieder Platz für neugeborenen Fohlen haben. Auch Pferde aus den Pferdeoasen können sich an der Zucht beteiligen und an Events teilnehmen. Du musst dir darüber beim Transport also keine Gedanken machen. Okay. Also mit da reinstecken oder was? Wer bist du eigentlich? Ein Quarter. Okay. Was sollen wir jetzt da dann reinschieben? Wir haben 3 Stuten, 2 Hengste. Ich würde sagen, wir nehmen eine Stute rein.
Den kennen wir noch gar nicht. Wir nehmen mal Ocean jetzt hier rein. Okay. Oh. Sweet. Oh mein Gott. Oh, der Tinker ist wirklich schön. Oh mein Gott. 3,50 Euro. Mein Gott, ist der hübsch. Ist jetzt die Frage, kann man den nur so kriegen oder kann man den auch züchten? Hm. Oh, 2 Aufgaben abgeschlossen. Besitzer ein American Indian Pferd der Stufe 5 haben wir. Die Pferdeoase haben wir und ein Pferd haben wir auch reingebracht. So, was ist das hier eigentlich? Aha, Level 10. Ruhen wir erstmal das hier wieder ab. So, geht nur da. Machen wir das da. Passt. Das können wir bauen. Guck mal, haben wir das auch schon. Und jetzt? Achso. Erreiche Rang 9. Was? Kriegen wir dann ein Pferd geschenkt? Ich habe ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, aber es kann erst zum rechten Zeitpunkt geöffnet werden. Ich hoffe, dir gefällt die Umgebung und der Zauber dieser Pferdezuflucht. Okay. Okay, wir müssen Level 9 werden, Leute. Züchte einen Canadian Pacer. Okay. Wie züchte ich einen Canadian Pacer? Ah, okay. Mit Mars und Rose. Versuchen wir doch mal unser Glück. Und nein, wir hätten hier hingemusst. Wie es aussieht, haben wir die neue Pferderasse nicht bekommen. Na egal, ich zeige dir noch eine andere Möglichkeit. Versuch es nochmal. Müssen wir jetzt auf nochmal. Ich will keine Diamanten ausgeben. Ach, Manu. Na gut. Lass mich raten, jetzt kommen wir auf das pinke Feld. Nee, was ein Zufall. Doch, habe ich. Oh, dachte gerade, ich hätte vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Gut gemacht, weiter so. Dann werden dir irgendwann neue Pferderassen gehören. Okay. Dauert auch wieder 5 Minuten. Die können wir warten. Ach, das Bild sieht auch so schön aus. Oh Mann. Pflanzen wir wieder was an. Du spielst wieder ein Download. Oh, okay. Dann machen wir mal eben schnell einen Download. Stufe 6 nehmen wir aber vorher noch mit. 5 Diamanten, 10 Gras, 10 Mais. Keine Ahnung, ein Feld. Stufe 2 der Pferdeoase hieß sie, glaube ich. Und keine Ahnung. Wow. Weißt du, was ich im Briefkasten gefunden habe? Eine Postkarte von Tante Carol. Sehen wir uns sie an. Sehen wir sie uns an. Wow. Oh, wow. Muss ich schnell einen Screenshot machen. Was ist das? Das ist mega schön. Oh. Was für ein tolles Pferd. Was schreibt sie? Sie sagt, ich sehe mir die Dressur in Europa an. Hier gibt es so viele wundervolle Pferde und sie werden alle mit fantastischen Kostümen herausgeputzt. Auf eine Abenteuerreise, um die Welt zu gehen, ist wirklich aufregend. Aber eins nach dem anderen. Sammel erst ein wenig Erfahrung, dann wird mein Assistent Jack da sein, um dich an die Hand zu nehmen. Ach, wie
wie aufmerksam von ihm. Und jetzt lass uns noch mit mehr Pferden weitermachen. Na klar. Okay. Achso, das ist das mit Rang 9. Erreiche Rang 7. Und den Canadian Pacer auf Stufe 5. Ja, der dauert noch. Was ist das? Ach, das macht es im Hintergrund. Ja, perfekt. So, mal gucken. Guck mal, hier kann man auf 10 Diamanten. Wow. Was ist das? Der Paddock. 800. Ach, guck mal, das ist... Nee, schade, ich dachte, ich könnte so reinzoomen. Das ist das Quarter-Pferd, ne? Mhm. Ja, wir haben schon gut was zusammengespart. Wir warten eben, bis das Fohlen fertig ist. Und dann machen wir weiter. Aha, 50 Ressourcen produziert. Das ist fertig. Und das Fohlen ist auch fertig. Oh, unser Canadian Pacer. Bisschen dunkelbrauner als Jane, ne? Ist aber nicht das gleiche. Ist wieder eine Stute. Das ist die Tennis. Mhm. Tennis möchte geboostet werden. Gras möchte es haben, haben wir auch fleißig angepflanzt. Was? Nicht groß? Du bist mir gierig. Oh, wie süß das Auge aussieht, wenn ich mal anmerken. Und Mais willst du auch noch. Das ist mal ein richtiger Vielfraß. Ha, jetzt aber. Wusch, groß. Ui. Deutlich dunkler als Jane. Hier zurück. Züchte eine beliebige neue Pferderasse. Okay. Das machen wir aber nicht jetzt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich denke mal, ich werde in der Zeit noch so ein bisschen weiter farmen. Tja, und bis dahin würde ich dann sagen, bye bye.